wenn das letzte Rennen der Saison gefahren ist, wenn die Tage kürzer und das Wetter stürmischer werden, wenn die Straßen glatt und nass sind. Dann geht es für das Team Casa Ciclista trotzdem weiter. Bei uns stehen die Räder nicht einfach nur im Keller herum oder bis zum Frühjahr dick eingepackt im Abstellraum. Auch in der Winterzeit sind die Casas stets in Bewegung. Laufwettbewerbe wie der Staffellauf in Pulheim, Aktionen für den guten Zweck wie der Catcar-Weltrekord beim RTL-Spendenmarathon oder Support für den Bremer Extremsportler Emin da Silva, der mal eben 45 Stunden am Stück auf einem Laufband joggt. Indoor-Training, Outdoor-Training, Wintertraining und natürlich ein Teamtreffen. Und dann war da noch ein zweites Teamtreffen. Und jetzt kann die Saison 2018 beginnen. Wir sind dabei.